Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video erfährst du, was man unter dem sogenannten Geotagging versteht und wie und wozu man den Standardzugriff bzw. Ordnungsdienste bei Android aktivieren kann. Und das zeige ich dir jetzt ganz konkret an der App Camera MX, wie man da die GPS-Nutzung aktivieren kann, genau für diese App. Und zur Anwendung des Erlernten gibt es wie immer in meiner Reihe zu fotografieren mit dem Smartphone, dann dementsprechend auch eine Übungsaufgabe. Ja wie man GPS aktivieren kann. Android Smartphone zieht man von oben herab das entsprechende Menü auf. Mit dem Finger dann dementsprechend. Und als nächstes wählt man dann hier die Standortdaten, wie ich das hier dargestellt habe. Als nächstes geht es natürlich darum, falls es nicht passiert ist, dass du dir, und hier geht es ja auch um die Kamera-App, Kamera MX, dass du zum Google Play Store gehst und dir diese Kamera App, wie sie hier dargestellt habe, dann auch herunterlädst. Und dann dementsprechend dann auch Startest, also über das entsprechende Symbol oder auf andere Wege, wie es bei android üblich ist. Und wenn du das dann gestartet hast, hast du hier mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Und hier in dem Fall habe ich hier das rechts oben dargestellt, diese drei Punkte. Da kannst du die Einstellungen bei Camera MX ja öffnen. Und da haben wir dann noch einmal ein Zahnrad, das Menü, das wir eben hier dann aufgegangen ist. Und da geht man dann wirklich zu diesem Zahnrad und kann dann weitere Einstellungen sich anzeigen lassen. Ja, und dann wenn man nach unten scrollt, das ist ein etwas längerer Weg, kann man dann aktivieren beim Punkt Aufnahmeort speichern diese GPS Standortdaten. Vorteil von GPS Standortdaten ist ja dann, das heißt erst aktiviert am Smartphone bei Android und dann noch zusätzlich hier äh, in der App, dass dann wirklich, wenn du Fotos machst, dann auch dementsprechend dann mitgespeichert wird, wo das der Fall war. Das heißt, wo auf der Erde haben wir bestimmte Koordinaten, die werden dann gespeichert mit dem Foto und können dann später dann auch in einer Galerie dann angezeigt werden. Das heißt, wenn ich hier in Camera MX drinnen bin, habe ich hier dann auch das entsprechende, entsprechende Menüpunkt. Da sieht man in der Regel ja dann ein Foto, das du bereits gemacht hast, daran erkennst du es ja, da drückst du dann nochmal kurz drauf, dann kommt man hier zu dem Verzeichnis von bisherigen Fotos und da wählst du dann eins aus. Ja, und dann geht es dann eigentlich üblich weiter, man macht dann wieder die drei Punkte, also wieder Einstellungen, dass man sich hier zusätzliche Angaben zum Foto praktisch anzeigen lässt, wählt dann Details aus und hat dann hier dann die entsprechenden Angaben, hast hier hast du Latitude, Longitude, also Längengrade und Breitengrade und hast dann hier die entsprechende Angabe, wo das dann eben dann der Fall war. In anderen Apps kannst du dir auch noch dann zusätzlich... Das zeige in einem anderen Video dann. Mit Google Fotos zum Beispiel kannst du es uns auch dann in einer Karte anzeigen lassen, wo du da warst. Und du kannst eine sehr schöne Sammlung zusammenstellen von all den Orten, wo du eben Fotos gemacht hast und die dann miteinander dementsprechend in Verbindung bringen. Ja, und es bietet sich natürlich an, dass man das dann auch mit einer Aufgabe verbindet, dass man das dann übt. Also aktiviere jetzt auf deinem Smartphone dann GeoTagging. Dann nutze die App einmal in dem Fall hier Camera MX. Installierst die vom Play Store und machst dir dann mach ein Foto und mit Camera MX und lass dir dann diese Anzeigedaten dann, die Aufnahmedaten, also wo du das gemacht hast, dann anzeigen. Also in dem Fall reicht hier bei dieser Aufgabenstellung, dass du nur ein Foto machst. Ja, und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in einem nächsten Video aus meiner Reihe eben Fotografieren mit dem Smartphone. Danke für deine Aufmerksamkeit.